So, weiter geht's. Gucken, von was er denn jetzt träumt. Oh Gott, das muss ja. Alter, das ist definitiv Max sein absolut übelster Albtraum. Leere Schränke. Das, oh krass. Und am Fernseher, der aus ist. Übel. Das muss ja übel sein für den armen Kerl. Mona! Mona, warte! Mona, red doch mit uns! Mona! Hier rein! Wo ist sie hin? Was? The Pink Bird Mental Institute? Ist das nicht die Klapse? Meine Frau, mein Baby, sie erschossen. Hab sie unter den Rosenbusch im Hinterhof begraben. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Was? Er verträume, und das ist der Max, der etwas sauer ist. für einen Moment hatte ich vergessen, wer ich war. War verändert. Ich sah anders aus. Dachte, ich wäre der Killer. Ein Gangster. Dachte ich wäre ein Da Typ. schießt so Dachte, ich wäre ein Max. Patient. Ich dachte, ich. Wer bin ich? Wer bin ich? Wer? Dachte, ich wäre verliebt. Wer bin ich? Wer bin ich? What the fuck? Mona. Was? Was? Mona? Räumt der von der Scheiße zusammen? Mona Sex. Was? Max? What? Geil. Was versucht uns dieser Traum von Max hier zu sagen? Mich wirkt es so ein bisschen, als wäre er sich absolut nicht mehr sicher, was denn eigentlich passiert. Wer schuld ist? Finden Sie heraus, wer. Ich hätte eine Lösen Idee. Sie den Fall. Versprechen Sie es mir, Payne. Bleiben Sie Ihrem Abzeichen treu. Finden Sie heraus, wer es war. Payne. Das werde ich, Captain. Das werde ich. Scheiße.
Nein! Sie ist eine Mörderin, Max. Sie ist hinter uns her. Sie ist eine von ihnen. Max, es ist ihre Pflicht als Detective. Pflicht? Ist das alles, was sie können? Telefon klingelt. Stehen wegen Mordes unter Arrest. Max, ich tue das für dich. Wintersons Apparat. Eine Kugel in den Kopf. Ich kann die Quatsch. Zu spät, Max. Sie stehen wegen Mordes unter Arrest. Ich tue das für dich, Max. Eine Kugel in den Kopf. Ich kann die Qual beenden. Was? Ich bin jetzt völlig verwirrt. What? Das Anwesen. Jetzt. Plötzlich stehst du vor den Überresten deiner eigenen Schöpfung. Bleibst du dort, die Augen geschlossen, Angst dich zu bewegen, in der Hoffnung zu verbluten? Oder kriechst du hinaus, hilfst deinen Lieben und sorgst dafür, dass sich das Feuer nicht ausbreitet? Das ist Ihre letzte Warnung. Wir haben das Gebäude umstellt. Lassen Sie die Waffen fallen und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Die ganze Zeit haben wir das Märchen vom Dornröschen falsch verstanden. Alle Einheiten in Position. Wir sind bereit. Der Prinz hatte sie nicht geküsst, um sie zu wecken. Nach 100 Jahren Schlaf wacht niemand wieder auf. Okay, Leute, macht euch bereit, reinzugehen. Wir sind soweit. Es war genau andersrum. Er küsste sie, um selbst aus dem Albtraum aufzuwachen, der ihn dorthin gebracht hatte. Das Krankenhaus. Früher am Abend. Als ich heute Abend im Krankenhaus aufwachte, dachte ich, es könnte nicht mehr schlimmer kommen. Im Schnelldurchgang von dem hier zu Wintersons Leiche im Leichenschauhaus des Hospitals. Ich war ein Mörder. Ein Kopfkiller. Es gibt Dinge im Leben, die man nicht wählen kann, wie man sich fühlt. Ich hatte lange genug am Boden der Grube gelegen. Zu lange. Die Söldner der Reinigungsfirma wollten zu mir. Ich brauchte eine Waffe. Musste an ihnen vorbeikommen. Hoffentlich würden die Schmerzmittel reichen, um mich auf den Beinen zu halten. So viele wie du frisst, auf jeden Fall, mein Freund. So, aber jetzt gibt es erstmal eine ganz kurze Pinkelpause. Boah, krass. Hier überschlagen sich die Ereignisse gerade. Aber wie gesagt, ganz kurze Pinkelpause. Es geht in wenigen Sekunden weiter. Bis gleich. Geht auch direkt weiter. Das war ich. Hätte ihn in der Lobby fast gehabt. Nein, er war da. Er hat versucht zu entkommen. Ja, habe ein paar Gasflaschen getroffen. Im Leichenschauhaus, da sitzt er in der Falle. Okay, beeilt euch. Over und Ende. Also, wo finden wir denn im Krankenhaus eine fucking Waffe, ey? Ah, Max, lass dir was einfallen. Also wenn ich jetzt lade, wo lande ich denn dann? Da kann ich nicht schlagen. Renn ruhig weg, du kommst nicht weit. Okay, wir müssen also einfach vom Wegrennen. Pass auf mal. Haben Sie das auch? Egal. Okay. Ah! Jetzt ist es soweit, Payne. Nein, da drin waren Sie sicher, dämlicher Penner. Also, wo geht's zum. Achso, der. Jetzt bist du dran. Renn ruhig weg, du kommst nicht weit. Ach, das sehe ich anders, mein Freund. Jetzt sind wir wieder hier. Scheiße, wo finden wir jetzt eine Waffe? Verdammt! Alter, er hat doch bestimmt eine verloren. Sie haben getan, was sie konnten, Larry. Niemand hätte mir das Ding. Bildschirm erst hier. Schnapp ihn. Scheiße.
Na, ah, verdammt. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal zwischendurch speichern. Speichern erstmal hier. So, speichern normal, wenn wir die Pillen haben. So, zack, hallo. Ja, komm. Ja, blöd. Tschüssi. Also, wo finden wir denn eine scheiß Waffe? Verdammt. Tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Zeit zum Telefonieren. Wo ist er? Hier kommt er nicht raus. Ich bin an der Tür und passe auf. Der hey! Ah! Fuck. Fuck, 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 fuck. Ja, Sicherheitsdienst. Wäre mal eine übelst coole Idee, Leute. Ah, falscher Weg. Shit. Fuck, fuck, fuck. Ladies, Ladies, rennt weg, rennt weg! Schnell! Okay, okay, wo geht's von hier aus weiter? Telefon! Sicherheitsmann hatte seine Waffe fallen. Ah, komm, nein! Fuck, okay, wir müssen uns nur verstecken. Ein bisschen Zeit, aber lauf. Ein bisschen Zeit. Ladies, lauft, lauft, renn weg, renn weg! Wenn wir uns hier ducken, dürften sie uns ja eigentlich nicht sehen können. Ach, verdammt. Okay, okay, starten wir mal. Nein, das. Scheiße, jetzt sehen die uns ja sofort. Sicherheitsdienst. Stehen bleiben, Waffen fallen lassen. Du zuerst. Der tote Sicherheitsmann hatte seine Waffe fallen gelassen. Ja, stirb! Fuck, 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 okay. Hey, wir sind auf jeden Fall wieder bewaffnet. Scheiße, geht's den Doktoren? Fuck. Wo sind die hin? Das ist, ich hoffe, die konnten entwischen. Mit die Pillen! Ja, mach ich. Wenn du das so sagst. Ein paar Pillen. Fuck, fuck, fuck. Aber oh, Kaffee. Erstmal einen Kaffee machen, würde ich sagen. Ja, also die Zeit muss sein. Ne, wir sind ja hier nicht auf der Flucht. Immer schön Käffchen. Ja, weil ja nicht hier. Ja, sonst was. Irgendeiner von euch muss doch. Ja, in einem Krankenhaus. Ja, kann man schon mal Schrott finden, Munition lagern und zwei Spinden. Drei Spinden. Was ist das für ein Krankenhaus, Leute? Geht doch nicht.
wird fortgesetzt. Spannend. Sie haben einen Tumor im Gehirn. Der macht Sie verrückt. Wir müssen sofort operieren. Die falschen Ärzte wollten mich verwirren. Sie sagten, ich sei John Mirror und pumpten mich voller Drogen. Nein, nicht das. Geben Sie das zurück. Wer hat die Bohrer? Haltet ihn! Nein! Alles ist in Ordnung. Ruhig, ruhig. Geben Sie mir das, ja? Guter Junge. Hey, bleib weg. Nein! Ich war wieder wach, noch benommen von den Drogen. Ich musste fliehen, durfte mich nicht aufhalten lassen. Der Todesmann! Er kommt! Er kommt! Flieht! Flieht! Ja! Das Gleiche, das Gleiche! Okay. So. Mit dem Ende dieser Folge würde ich sagen, beende ich auch diese Aufnahme. Denn es wird schon wieder Zeit. So, da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Aufnahme von Max Payne. Ich würde sagen, wir stürzen uns direkt rein. Weiß gar nicht mehr so genau. Ja, genau. Wir waren jetzt im Krankenhaus angekommen. Jawohl. Das heißt, wir haben praktisch die Vergangenheit... Hallo Leute. Die Vergangenheit hinter uns gelassen. Und haben jetzt zukünftige Ereignisse. Hä? Waren wir da noch gar nicht? Wieso bist du tot? Hallo, Kollege? Keiner da. Oh. Schwere Artillerie ist da. Keine Munition mehr gleich, aber hier, die haben ein paar MP5 für uns dabei. Was ist das? Gedridophyt 3. 2 Milliliter. 100 Stück. Ach, ist gut, dass sie da genug von da haben. Ah, ja. Dr. Payne sagt... Patient lebt. What? Fuck. Entdeckung. Ja, mach ich. Oh, Scheiße. Na, da fängt ja gut an hier. Nein, es war abgemacht, eine halbe Stunde zu warten. Das ist lange vorbei. Mitchum und Feller hatten Zeit genug, Painter. Was? Mitchum und Feller? Ach, ach, jetzt haben wir... Oh, hier gibt's ja Pilen. Ich muss mal kurz spielen. Ah, ein paar Pilchen. Ah, wo kommen denn die alle her? Wir sind in einem Krankenhaus, Leute. Warte, keine Granate. Können wir ein bisschen Gymnastik machen hier. Rea würde dem Club auch ganz gut tun. Yep. Stopp. Ja, ein bisschen aufpassen hier. Jetzt haben wir eine Granate. Sehr schön. Hallo? Hallo? Ah, guck mal, genau da haben wir dem hingeschossen. Da? So.
Ja, noch ein paar Pillen irgendwo. Hallo, Pillen. Ja, aber ein paar Pillen. Guck mal, die kommen uns sogar schon entgegengeflogen. Nicht mehr. Hier was aufmachen? Ne. Oh. Hinstellen hier. Ordnung halten. Hallo. Eine neue Episode von Lords and Ladies. Oh. Ich habe mich entschieden. Sie wird meine Frau. Nur über meine Leiche, Bruder. Diese Dirne wird unseren Namen nicht besudeln. Ihr habt kein Recht, euch einen Lord zu nennen. Ich bin hier in meiner Eigenschaft als Erbe des Sheriffs. Ihr habt meine Lady zum letzten Mal beleidigt, mein Lord. Ich verlange Genugtuung. Wie ihr wollt, kleiner Bruder. En garde. Mein Gott. Mein Lord, das wird kein gutes Ende nehmen. Schurke. Lord, ich flehe euch an. My Lord, Bruder, hört ihre Worte. Vielleicht können wir dies friedlich lösen. Nimm das. Was für ein spannender Kampf. My Lord. Bruder, was habt ihr getan? Bruder, ihr habt mich getötet. Was? My Lord, wir sind verloren. My Lady, was habe ich getan? Alles ist verloren. Was habe ich getan? Nach der Pause, oh mein Gott. Fortgesetzt. Er hat seinen eigenen Bruder getötet. Und der sieht doch aus hier. Was? Achso. Yep. Was? Wenn du mehr willst. Granate! Yep. Was? Jetzt geht gleich die Munition aus. Gehört es zum besten Kostüm der tragische Affäre des Jonathan Nightingale. Für Elegance ist das größte Melodrama. Ich weiß schon. Sind die alle her schon wieder? Was wollen die von uns? Wir wissen auch noch gar nicht, wer hinter den Cleanern steckt. Wer bezahlt die? Ich hab gehofft, wir können den retten. Können wir nochmal. Schafft man das, den zu retten? Nee, schafft man nicht. Leute, das bitte. Scheiße. Ah, ich hatte gehofft, man kann ihn vielleicht retten. Können wir hier irgendwas aufmachen? Auf der Baustelle war ich bereit gewesen zu sterben. Es würde keine Antworten geben. Keine zweite Chance. Nichts würde in Ordnung gebracht. Ich musste den Fall allein lösen. Immer noch war Mona die Antwort. Aus den Augenwinkeln konnte ich sie erahnen, fühlte ihre Gegenwart, wo immer ich auch war.
Ich versuchte ihren Weg, den gewundenen Pfad der magischen Kugel in ihrem Kopf zu verfolgen. Ich konnte sie nicht finden. Ich verließ die Stadt in die Richtung, die Mona mir gewiesen hatte. Zu einem Mann, dessen Spezialität Antworten waren. Die Architektur von Wudens Anwesen hatte ihren Ursprung in der europäischen Dunkelheit. Genau wie der innere Kreis. Mr. Payne, ich habe Sie erwartet. Der einzige Grund, warum Männer Kriege beginnen, Liebe. Was ist mit Mona Sex? Nächste Frage. Schön. Warum versucht der innere Kreis, mich umzubringen? Ich sterbe. Krebs. Die Macht rennt mir durch die Finger. Es gab eine Rebellion. Eine Gruppe Abtrünniger hat innerhalb des Bundes einen Bürgerkrieg angezettelt. Jeder Widerstand wird eliminiert. Wir verschwenden unsere Zeit mit Bandenkriegen. Vinny Gonetti? Nein, Wladimir Lem. Ich kannte die Antwort, bevor er sie ausgesprochen hat. Was? Vlad hatte gelogen. Die Cleaner. War ein Drecksack. Wladimir Lem war schon seit vielen Jahren Mitglied des Bundes, des inneren Kreises. Cognetti wird durch seine Hände sterben. Danach kommt dieser Verräter zu mir, seinem einstigen Mentor. Was für ein Schwein. Ich ließ Wurden an der Tür zu seinem Panic Room. Um vom Schicksal zu sprechen, Vlad hatte bei seinem Plan, mich umzubringen, um meinen Segen gebeten. Ich konnte nur auf Vlads Schritte reagieren, hinter ihm aufräumen. Mehr nicht. Ist das eine Kirsche? Okay. Sei still. Hey du! Du da! Wir haben geschlossen. Verschwinde, Volontär. Was ist nicht da? Ohne Durchsuchungsbefehle hast du hier nichts zu suchen. Ich. Hey, Dresus, wir wollen auch was sehen. Sei still. So. Ja, man, ich will das. Oh nein, bitte nicht. Das erfahren Sie in der nächsten Folge der Abenteuer von Captain Baseball Bad Boy. Captain Baseball Bad Boy ist cool. Ja, hast du recht, mein Freund? Du da! Wir haben geschlossen. Verschwinde, Bulle. Der Boss ist nicht da. Ohne Durchsuchungsbefehle hast du hier nichts zu suchen. Ich musste durch das Gebäude zu Vlads Büro, um zu sehen, ob er dort war. Hast du verstanden? Hau verdammt nochmal ab, Bulle. Okay, ich gehe ja schon. Du willst es auf die harte Tour? Ja. Yep. Du bist verdammt. Anträglich! Was glaubt ihr, wer es ist? Das ist diese Killer-Tussi. Sie muss sie sein. Sie will den Boss erledigen. Alle Mann! Schnappt euch eure Waffen! Alarm! 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 Tja, Vlad. Ich kann dir verraten, die Killer-Tussi ist es nicht. Silk and Lace verleiht.
Painkiller? Versicherungsgesellschaft, weil ihnen ihr